Digga, das ist hier in der Nähe. Nein. Digga, guck mal, das ist hier, das ist die Volkswagenhalle. Das ist an der Oka. Was? Digga, das ist hier echt in der Nähe, Mann. Digga, wollen wir da kurz hinfahren, oder? Digga, dann fahren wir da, denke ich, mal hin und gucken, was wir da finden. Okay. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei Tim Held. Ich bin hier wieder mit Timo unterwegs. Der muss mich fahren, denn der Game Master hat mein Auto geklaut. Ja, das ist absolut richtig. Und ja, ihr guckt euch das erste Video an. Da haben wir ja schon den Hinweisen gefolgt. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Der Game Master hat mir dieses Auto hier dagelassen gehabt. Und da war ein Zettel drin. Und da waren richtig schwierige Aufgaben drin. Ja, ich zeige euch die mal ganz kurz. Sowas wie 1 plus 1 zum Beispiel. Wir haben echt lange gebraucht, um die zu lösen. Und das war wirklich überhaupt nicht einfach. Und das sind einfach Koordinaten, die wir herausgefunden haben. Und zu diesen Koordinaten, fahren wir jetzt. Und dann gucken wir einfach mal, was wir da finden. Ich hab echt Angst, Digga. Ich hab richtig Angst. Vor allem nicht, also das ist ein Punkt direkt an der Oka, Alter. Nicht, dass mein Auto in der Oka ist. Alter, was? Digga, wenn der das da reingefahren hat. Ich Digga, ich fick den Kopf. Ja, Digga, das ist ja auch dann voll nass und so. Ja, das dauert locker eine Woche, bis das trocken ist. Das dauert locker eine Woche. Plus die ganze Technik, die da drin ist. Die ist dann kaputt. Die kann ich wegwerfen. Scheiße, Digga, ich hab richtig Angst, Alter. Können wir mal gucken, vielleicht ist hier schon mal irgendwas oder so ein Hinweis. Aber sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas ist. Digga, das ist echt gruselig, Mann. Das ist unheimlich gruselig. Es ist nicht mehr nur ein bisschen gruselig, sondern es ist echt... Shit, Alter. Ja, Bruder, was ist... Was sagt das Navigationssystem? Das Navigationssystem, ich guck mal hier gerade. Ich hab das nämlich schon geöffnet, weil ich so klug war. Okay, da müssen wir hin. Wir sind jetzt gerade... Ich glaube, wir müssen hier nur in der Straße. Okay, du musst einfach nur geradeaus fahren. Quasi komplett geradeaus. Genau, und dann soll da die Volkswagenhalle. Braunschweig sein. Da kannst du wohl drauf fahren. Okay, dann müssen wir da nur dahin gehen. So, und dann ist da direkt die Oka. So, okay. Das ist. Oh, Digga, scheiße, Alter. Ich hab richtig Angst, ohne Witz, Mann. Stell dir mal vor, mein Auto ist einfach im Arsch so. Ja? Ganze Leben für gearbeitet, Alter. Ja, Freundin dafür verlassen und dann. Ach, Bruder, brauchen wir nicht. Shit, Alter. Ja, wir sind gleich da. Dann würde ich sagen, filmen wir gleich weiter und bis dann. Okay. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Junge, ich hab richtig Schiss, Alter. Wie ihr das sicherlich schon sehen könnt. Wir sind jetzt hier an der Volkswagenhalle am Betriebseingang. Digga, ich hab richtig Schiss, dass mein Auto nicht da ist. Genau, so. Hast du abgeschlossen? Mein Portemonnaie ist nämlich noch drin. Sicher, ja? Ich guck dir lieber nochmal nach. Ich glaube, nicht, dass der Game Master. Toll, abgeschlossen, Digga, geil. Nicht, dass der Game Master hier noch irgendwie wartet oder so. So, ich mache hier nochmal fix Google Maps auf. Okay, wir sind jetzt da. Okay, wir müssen hier quasi einfach nur runterlaufen. So ein bisschen schräg. So, da ist das Steinberger Parkhotel. Ah, da können Autos einchecken wohl. Okay, gucken wir mal. Es muss irgendwann der Oka sein, ja, hier. Geil, Alter. Okay, jetzt müssen wir hier weiter dahin. Also wie gesagt, dann halt gleich da und dann müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwas finden. Das sieht aber ganz schick aus eigentlich, die Oka. Das ist die Oka, oder was? Das ist die Oka, genau. So ein kleiner Fluss. Genau, das ist die Oka. Okay. Das sind auf jeden Fall Enten. Shit, Digga, das sind Enten, Alter. Ja, okay, hier soll das halt auf jeden Fall irgendwo sein. Genau bei den Koordinaten. Hier, nimm du mal das Ding. Ja. Hier genau waren irgendwie die Koordinaten. Wir müssen irgendwie gucken, ob wir das finden. Kannst du mal gucken, ob das Wasser nass ist vielleicht? Kann das irgendwie... Komm ich leider nicht ran, ne? Das ist das Problem. Mit Stock oder so? Ja, das ist echt nass. Feucht, ne? Das hätte ich nicht gedacht, Alter. Das okay. Vielleicht da vorne bei dem Baum, das sieht so aus, als wenn da irgendwas sein könnte. Da könnte auf jeden Fall was sein, weil der liegt ja auch schon so. Das sind Blätter, glaube ich. Aber es ist doch eigentlich noch gar kein Herbst, also verstehe ich das eigentlich auch gerade gar nicht. Das macht keinen Sinn mehr. Was stammt da drin? Fisch? Nee, das ist gar nichts. Ach so. Wir gucken gerade. Auto. Wir gucken. Ja, das ist weg und. Die Leute finden das hier mal zu lang. Ich denke, da gucken sie nach Haifisch und so. Haifisch in der Oka. Muscheln? Das Austern oder was? Ja, Digga, oder? Ja, klar sind das Austern. Aber weit und breit kein Auto zu sehen. Ne, hier ist echt irgendwie gar kein Auto. Mann. Und. Vielleicht auf den Baumstamm mal gucken oder so, ob die. Ja, genau, da könnte es halt auch sein. Dass es vielleicht irgendwie dahinter gerutscht ist oder so. Weil sich da jemanden Spaß erlaubt hat. Und? Wie sieht's aus? Kannst du schon was sehen oder? Hier nichts, Alter. Gar nichts. Nichts da? Absolut nichts. Vorsichtig. Vielleicht in die andere Richtung mal gucken? In die andere Richtung. Das ist ein großes Gebüsch an der Brücke, vielleicht die Brücke. Die Brücke, die Brücke. Das ist so. Halt, also was man halt auch merkt, weißt du? Ja, genau. Das sind halt dann nicht nur Koordinaten, sondern genau. Da ist halt auch wirklich was. Ja, richtig. Aber hier Mülleimer ist auch nicht, oder? Nö. Nee. So gruselig, Leute. Das ist wirklich so gruselig. Auf einmal ist das Auto weg. Stell dir mal vor, ihr wacht auf, Alter. Auto weg. Was macht man dann? Ich bin auch total überfordert gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, wir gucken mal, ob hier irgendwas ist, ey. Also wir haben auf jeden Fall hier Blätter, Stöcker. Nee, ne? Nichts.
weit und breit gar nichts. Schau mal unter dem da vielleicht, unter dem Tetrapack da. Stimmt, da könnte mein Auto sein. Nee. Ja, verdammt. Reingehen, ja, man, auf jeden Fall mal abchecken, das wäre glaube ich ganz gut. Ja, kann auch sein, dass er hier irgendwas ist. Man kann das schnell mal übersehen. Das Problem ist, ich weiß noch gar nicht, wonach ich suchen soll. So. Wisst ihr, das ist halt so das Problem, was ich habe. Also. Ja. Man hat wirklich nur Wahllos-Koordinaten und. Ja, gut. Das ist auch nichts. Na, ich komme mal rum zu dir. Nee, Digga. Nee, ne? Was ist denn hier? Ja, das glaube ich auch nichts, aber da komme ich halt nicht so gut hin. Deswegen, ich glaube nicht, dass der Game Master das locker fair, denke ich. Ja, okay. Ist ja auch unfair. Hier haben wir nur noch Knallerbsen. Das ist halt echt hart. Weißt du, man, ich weiß nicht. Was, da ist was. Wo? Digga, da, guck mal. Was ist denn das, Mann? Digga, was? Hä? Was soll denn das sein? Hammer. Oh, aber auch schon sehr unfair platziert. Das ist echt unfair platziert, ey. Okay. Da war gerade ein Fahrradfahrer, aber ich glaube. Okay, wir machen das mal auf. Okay. Was ist denn da? Was könnte da drin sein, Mann? Wow, 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 wow. Fuck, da ist ein Handy drin. Ein Handy? Das ist Digga, das an? Ist das ein Google Pixel 2 XL? Junge, das ist ein Handy. Alter, was? Das hätte sogar 67% Akku, also er kann nicht so weit gegangen sein. Okay, ich pack das erstmal in die Tasche. Hier ist noch ein Zettel drin, Mann. Hier ist noch ein Zettel drin. Mach den am besten mal auf. Und schau mal. Oh, was? Warte auf den Anruf. Wow, was für ein Anruf. Scheiße, Digga. Was für ein Anruf, Mann. Na, Alter. Hallo? Hallo? Hier ist niemand. Ich bin nicht sogar entsperrt. Was? Das ist die Koordinaten von dem Ding hier drauf. Was? Alter, Mann. The fuck? Alter. Ja, Bruder, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Warte auf den Anruf? Ja, wahrscheinlich, denke ich mal, der Game Master wird mich anrufen, war? Und dann warten wir wahrscheinlich. Okay. Einfach, was ist hier. Okay. Dann würde ich sagen, fahr ich jetzt erstmal wieder nach Hause. Okay, dann fahren wir erstmal wieder zu dir, würde ich sagen. Genau. Und dann hoffen wir, dass der Game Master sich meldet, einfach. Und dann warten wir, was er sagt. Okay. So, und dann gucken wir einfach. Das ist eine gute Idee. Der ist bestimmt hier irgendwo in der Umgebung, kann ich mir nicht gut vorstellen. Ja. Großartig. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause, Leute, und dann gucken wir, ja? Bleibt dran. Jungs, fuck. Digga, ich werde gerade angerufen von einer privaten Nummer, Alter. Hallo? Hallo? Digga, was? Digga, ruft an. Hallo? Digga, private Nummer, ich weiß nicht, was da los ist. Hallo? Hallo? Hallo, Digga, wer ist da? Digga, wo hat der meine Nummer, Digga? Also, wurde meine Nummer geleakt oder so? Audi-Zentrum Braunschweig, jetzt! Digga, was? Digga, was war das gerade? Der Typ hat aufgelegt. Digga, das ist ja mal mega creepy, Alter. Digga, er hat gesagt Audi-Zentrum. Digga, dann ruf ich Timo an, Alter, dann soll er mich da jetzt schnell hinfahren, weil mein Auto ist ja nicht da. Mal gucken, vielleicht, finde ich ja da ein Auto und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, meine Freunde, bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt hier bei Timo wieder im Auto. Junge, okay, ich habe einen Anruf bekommen, ich dir schon gesagt gehabt. Ja, richtig ja. Creepy, der hat einfach gesagt, ja, Audi-Zentrum Braunschweig, weißt du, wo das ist? Ich hab's so ein bisschen im Kopf, so ich. Du musst einfach nur einfach mal die Straße folgen. Ja, die Straße führt dich da schon hin, Alter. Ja, das ist richtig komisch, Alter, weil, ja, was, keine Ahnung, was soll da sein, so, ne? Vielleicht hat er mir ein neues Auto geholt oder so. Hoffen wir mal, dass ich mein Auto da wiedersehe, es wäre extrem wichtig, weil ich muss halt einfach noch zum Fußballtraining und dann muss ich gehen oder so. Ja, ich gar oder Bus. Bus, Alter. Ekelhaft, ey. Ich werd Bock auf so einen Kack. Ja, deswegen fahren wir jetzt halt dahin und dann gucken wir mal, ob mein Auto da irgendwie steht oder so. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Game Master da irgendwas gemacht hat, ne? Ich hoffe. Bin auch gespannt, was da jetzt gleich auf uns zukommt, ey. Jo, Leute, wir sind jetzt hier im Audi-Zentrum Braunschweig angekommen. Wir haben ja schon mal kurz rumgeguckt. Also ich sehe hier nirgendwo mein Auto. Es sind viele Audis, aber. So, es sind echt viele Autos. Wobei, guck mal, der da hinten könnte so aussehen wie meiner. Der weiße da, der letzte. Stimmt. Mal gucken, aber hier sonst sehe ich jetzt nirgendwo mein Auto. Ja, was hat das zu bedeuten, Digga? Was ich glaub, macht der Game Master? Tiefsinnigeres sagen. Digga, was macht der Game Master mit meinem Auto? Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Nee, Digga, ist auch nicht mein Auto. Das ist ein A7. 5, meine ich. Klar, sieht man ja auch. Ja, Digga, das ist irgendwie. Irgendwie? Ist mein Auto hier auch nicht wohl. Wir haben das Auto nicht gefunden. Bisher, ja, wir gehen mal rein und fragen einfach mal nach. Können wir leider wieder nicht Bescheid. Ja. Jo, Leute, wir haben wir waren jetzt beim Audi-Zentrum drin. Der Game Master hat mein Auto einfach zur Inspektion gegeben. Da musste er sowieso hin. Und der hat sogar schon bezahlt einfach. Das hat über 1000 Euro gekostet. Ölwechsel und sowas. Das muss ja gemacht werden bei Autos. Ja, und da ist mein Auto jetzt. Also, ja, der Game Master war so freundlich, der hat den einfach zur Inspektion gebracht. So. Also, geht auch auf. Ich hab auch geguckt, dass wir so keine Schäden oder sowas genommen haben. Also, geh mal auf den Beifahrer. Mega heftig.
Das ist krass. Ich kann sagen, es ist halt komplett heiler alles, ne? Hier ist auch nichts irgendwie. Irgendwie auch noch ein bisschen sauberer als vorher, oder? Stimmt, der hat den sogar noch sauber gemacht. Digga, wie kann man denn so ein Ehrenmann sein, lieber Game Master? Ja, Leute. Keine Ahnung, ja. Kann ich ja nicht mehr so viel dazu sagen, ne? Ehrenaktion auf jeden Fall. Danke, Bruder. Sonst macht er immer eher schlechte Sachen. Mir gönnt er offensichtlich. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde, ne? Was haben wir noch was zu sagen? Ja. So ein bisschen strecken das Video. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Danke, thanks, bye, yeah. Jungs, Alter, mega gruselig. Ich bin hier wieder zurückgefahren, jetzt nach Hause. Ich habe noch mal kurz das Auto so ein bisschen durchsucht, weil ich so dachte, hey, also keine Ahnung, als ob der mein Auto einfach so zur Werkstatt bringt. Und ja, dann halt einfach nichts ist. Und warte, ich zeig euch das einfach mal kurz. So, und zwar habe ich halt geguckt, ob hier irgendwas ist, so ne, hier drin oder so. Aber da ist halt nichts. Da ist nur so mein Eiskratzer und so, ne, die Sachen, die man halt hat. So ein Paket, das ich noch wegschicken muss von Zalando. Ja, irgendwelche Rechnungen oder so von meinen Angestellten. Aber ja, juckt nicht, kriegen die nicht. Ja, auch geiles Auto, oder? Muss man einfach noch mal so loben. Ey, das ist halt echt cool. Weil der andere 6 ist halt echt geiler. Naja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall habe ich mal geguckt. Also erstmal ist hier 1 Euro drin, ja. Das heißt, der Game Master hat mir einfach 1,05 Euro. Hat er mir einfach so geschenkt. Hier ist noch ein Parkticket. Ja, man weiß gar nicht von wo, vom 22.12. Ja, also krass, dass er das hier einfach noch drin gelassen hat, obwohl mein Auto gar nicht so lange weg ist. Und dann habe ich mal geschaut, hier drin, das sieht im ersten Moment aus, als ob da halt gar nichts ist, ne? Weil hier ist dieses FC Bayern Megastore-Ding so. Das kriege ich halt irgendwie mal zugesendet, die Kacke. Dann habe ich einen Gutschein zum Autowaschen bekommen, den ich nie einlösen werde, weil ich da nie bin. Was aber cool ist, ist das hier, Leute. Du weißt, das ist cool, das ist richtig gruselig. Warte, ich mach das mal auf. Da ich, so what the fuck, Alter. Wartet. Oh, dauert noch kurz. Ach, mit einer Hand das zu machen, ist nicht einfach. Sonst macht die Hand immer nur eine andere Bewegung. Mal gucken, ob ich das hier aufkriege. Jawoll. Guckt euch das an, Digga. Das lag da einfach drin. Zu Hause. Junge, was soll das heißen, Alter? Also, ist der jetzt bei mir zu Hause? Ist der bei sich zu Hause oder was? Also, ich bin gerade erst nach Hause gefahren. Ich werde jetzt also direkt mal wieder Timo holen. Ja, dass wir dann direkt bei mir zu Hause irgendwie schauen, ja, was da ist. Und dann hoffe ich einfach mal, dass da nichts bei mir ist. Es ist so gruselig, Leute. Ohne Witz, Alter. Wenn jetzt wirklich bei mir zu Hause ist, Digga, what the fuck, Alter. Ja, ich werde jetzt zu Hause fahren und dann, also Timo holen, dann fahre ich nach Hause und dann gucken wir mal, was es ist, Alter. Es ist so scary, ohne Witz.